Kann man die Erde unter Wasser nicht abbauen? Checkst du, wie das so dumm ist, das aufzumachen? Schwarzen Block gibt's keinen. Das ist mein Lieblingsblock. Und Leute, Trimax hier. Wir gehen wieder auf meine Fails, und zwar vom Lost Moments Kanal. Warte mal, du sagst ja wieder, das haben wir noch nie gemacht. Ich hab's schon oft gemacht, du hast es oft gemacht. Heute machen wir es zum allerersten Mal zusammen. Geil. Mit Revi. Der macht das immer, macht damit 800.000 Klicks. Ja, Gaming Trends Platz 1, geht damit mordsviral. Mhm. Heute will ich mich da einfach mal ganz entspannt einklinken. Du Schlingel. Das sind jetzt Minecraft-Fails. Das genau. ist Minecraft, genau. Kennst du Minecraft noch? Also, ohne Witz, du hattest mit, hör mal zu, du hattest mit Kai Pflaume drauf reagiert. Ja. Das war alles aus einer Folge. Das war peinlich, ne? Du hast dir ein 15-Minuten-Video reingefolgt, und das war eine ganz normale Minecraft-Let's-Play-Folge von mir. Ja, und das ist wieder peinlich, dass man das als Fail-Compilation sehen kann. Naja, aber ich finde, du hast auch ganz schön vieler gefailt. Nein, what the fuck, Alter. Vieles waren auch keine Fails. Vieles waren nur leichte Missverständnisse in der Kommunikation. Genau. Ja, sehe ich. Okay, fangen wir an, komm. Es regnet, nervt. Ich habe 10 Stacks Sand. Ja, das ist viel. Ja, könnte hinkommen. Schön. Max? Ja? Max, was soll das schon wieder an der Stelle da? Ja, ich liebe das in Minecraft, auch bei Craft Attack, wo es dann hieß, yo, Achtung, wir müssen hier Sand abbauen, aber bitte passt auf, dass hier kein Wasser reinschwemmt. Ja. Und dann nimmst du so ein bisschen Sand weg und dann flutet so ein komplettes Terrain. Das ist einfach, ich fand's halt mega satisfying. Du gibst mir da die Über-Shrek-Vibes, guck mal, wie du da guckst. Nervig. Das reicht nicht, ich brauch noch einen. Noch What? Mehr habe ich nicht. Du hast da noch voll viel Holz, guck mal. Ja, das ist ein anderes Holz. Achso, okay. Ich brauche hier für die Farben. Was baust du denn da jetzt? Warte. Guck, du failst. Das ist dein Fail. Nein. Warte. Ich strip dir jetzt. Aber du brauchst doch jetzt nicht so einen hässlichen Block hin. Nein. Guck mal, wie verwirrt du bist. Siehst du das? Ja, aber du bist lost. Ich analysiere das nur ganz genau. Nein. Du weißt nicht, was ich mache. Du denkst wieder, ich verarsche dich. Guck mal jetzt. Siehst du das? Strippen. Guck mal, ich mach das nackt, das Holz. Siehst du das? Was machst du da? Hast du immer nicht verstanden? Nee. Max, ich hab dem Holz die Rinde abgezogen. Mit Rechtsklick kann man das machen, mit einer Axt, weißt du? Ganz normale Minecraft, ohne irgendwie ein Modpack oder was installiert zu haben, mit einer rechten Axt. Das geht, mit einer Rechtsklick auf die Axt, nicht mit aber einer Aber warte mal, wie hab ich denn darauf reagiert? Das habe ich bis heute, das höre ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Wir schauen mal ganz kurz, wie du reagierst. Geht das nicht irgendwie noch mit einer Maschine, Leute? Kann man das nicht irgendwie... Guck, wie du da schaust. Ich kann das machen, wenn du möchtest. Du weißt aber gar nicht, was ich mache, merkst du? Nee. Und das hat mich so getriggert. Das hat mich so genervt. Auf jeden Fall, guck mal, wie du da. Digga, was machst du da? So. Wieso wollten das nicht abgebaut? Was passiert mit Erde unter Wasser? Guck mal, Max, das ist doch dumm. Guck mal, du ertrinkst jetzt. aber wie ist das zu verstehen? Warum ist die so krass? Einfach, weil sie unter Wasser ist? Nee, Digga, das Ding ist, guck mal, es gibt zwei Faktoren, die das verändern, ja? Ja. Einmal, wenn du schwimmst und nicht auf dem Boden stehst unter Wasser, ne? Ja. Und einmal, wenn du generell unter Wasser bist, machst langsamer. Und jetzt nutzt du nicht mal eine Schaufel, die du im Inventar hättest. Also du machst es so langsam, wie es nur geht. Verstehst du? Ja, verstehe. Woher soll man das wissen, wenn man zum ersten Mal Minecraft spielt? Man merkt doch, dass der Block langsam abbaut und du brichst doch immer wieder ab. Das ist genauso dumm, Digga. Ja, das stimmt schon. Und Digga, jetzt what the fuck? Kann man die Erde unter Wasser nicht abbauen? Natürlich. Max, das ist so unangenehm. Das ist mega geil, dass du das dann einfach im Nachhinein noch reinziehst. Es ist so peinlich. Was ist wieder passiert, Max? Nein. Und das triggert mich auch. Natürlich ist das peinlich. Und das triggert mich auch, dass Ich habe zum ersten Mal Minecraft gespielt. Ich habe das toll gemacht, finde ich. Dafür, dass ich das allererste Mal gespielt habe, fand ich schon, dass ich auch ein klein wenig Talent hatte. Lass mal andere Leute zum ersten Mal spielen, Minecraft. Ja, Bro, du bist geborener Gamer. Ich schwöre, Digga, du hast 30 Kilo Fett an deinem Körper, Max. Lass mal Stefan Raab das allererste Mal Fortnite spielen. Natürlich bist du besser als Stefan Raab, aber der hat ja noch nie vorher gezockt. Der hat alles gezockt. Was hat der gezockt? Schlag den Raab, hat er alle Games auf der Welt. Minecraft auch, oder? Ja, das ja nicht, aber ich finde schon, dass ich eher einen Hang dazu habe, eher talentiert zu sein als untalentiert. Bro, das ist aber auch nicht schwer. Da kannst du genauso gut sagen, ich nehme jetzt einen 60-jährigen Rentner mit Arthritis, der spielt schlechter als ich, Digga. Max, das ist doch kein Standard, Alter. Also, ja, okay. Ja. Digga, Max. Gut. Das ist wieder alles eine Folge, Alter. Oh nein, guck mal, Creeper. Oh nein, das ist so dumm. Guck, wie dumm du bist. Fuck. Guck mal, du hast nicht ausgeleuchtet. In meiner Weizenfarm, unten drin. 3 Stück. Ja. Aber auch gleich 3 Stück, Alter, what the fuck. 3 Explosionscreeper. Die Explosionscreeper, Max, das sind Creeper. Guck mal, ich finde Explosionscreeper, finde ich auch heute noch das Top so zu betonen. Ja, aber sagst du auch Rüsselelefant, immer die offensichtlichste Eigenschaft eines Tiers? Ja, ich sag auch Schnellpferd. Skelettbogenschützen zum Beispiel, sag ich auch oft. Aber das Problem ist, die Leute, die zum ersten Mal Minecraft sehen, die denken sich so, was ist das? Was ist das sein? Mal, lass von mir
ich sage Explosionscreeper, dann wirst du sofort, das ist wahrscheinlich wie wir explodieren. Aber das heißt, Ding ist, Max, es ist kein Fail, es ist eher so eine Erklärung für die Zuschauer gleichzeitig. Ich sag's so, wie es ist, Max, keiner deiner Zuschauer hat vorher noch nicht Minecraft gespielt oder das nicht noch schon mal gesehen. Ich glaube, du bist einer der letzten Menschen, die Minecraft gespielt haben. Weiß ich nicht. Okay. Ich brauch's auch so ein bisschen für mich die Erklärung, wir machen weiter. Was sind halt immer die Explosionscreeper, Max? Was hat der Schlimme? Ich guck einfach zur Seite und mach nichts mehr. Du leckst ja immer so unangenehm über die Lippe. Die ist gerade bei dir reingelaufen, Max. Die ist bei dir im Haus drin, ne? Nope, abgelehnt. Ich hab sie getrappt in deiner geheimen... Alter, ich find das so geil, was ich da alles für Farmen... Ich hab so Bock auf Minecraft, wenn ich diese Welt von uns damals... Ey, sollen wir nochmal zu dritt grinden? Ja, lass mal die Craft Attack machen, da kommt das ja eh. Craft Attack ist aber noch so lange hin, ne? Ja, stimmt. Strong. Du hast eine Katze, Max. Strong, danke. Weiß ich nicht, ob ich die haben will. Bist du Katzenfan oder eher Hunde? Hunde. Ganz klar, Hunde. Ganz das ist einfach Hunde. Nur eine Folge wieder, ne? Ich hab hier, reicht das genug? Ist es genug? Warte, ja, super. Korrekt, wie du es auch abbaust. Wieso? Hör mal auf, das hier wegzumachen, Max. Ach so. Hallo. 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 Also hat ja. Darfst du nicht machen, du kannst dich einfach jetzt hier in meinen... Lass mal alles so, bitte. Ja, ja, ich... Digga, ich wollte abbauen, ich wollte begradigen. Nee, nee, ist keine gute Idee. Denn aus diesem Ei... Nope, boah, nope, wie du auch nope, die... Nope. Checkst du, wie du so dumm bist, das aufzumachen, weil du denkst, dass das Tor ist. Aber ohne Witz, man erkennt das auch nicht. Oder erkennst du das? Bro, Alter, man sieht das doch. Denn genau aus diesem Ei... Ja, ich kenne den Scheiß. Ja, und das funktioniert, glaube ich, nicht, oder? Ein Zeichen. 1 zu 8 ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. So, nichts passiert. Du bist so enttäuscht auch noch, Alter. Ja, ja, wäre krass, wenn es geklappt hätte. Ey. Das ging schon ziemlich auf meine Stimmung, muss ich sagen. Warzenblock, geht das? Immer diese kurzen Fails. Was ist denn das auch alles? Warzenblock gibt's keinen. Och, Digga, das wäre so geil gewesen. Wusste ich, dass es den gibt, aber ich wollte es dir nicht sagen damals. Doch, Alter, nein, du wusstest es nicht. Genau, doch. 100%ig wusstest du es nicht. Klar, Digga, ich bin mit Warzenblock groß geworden. Du hast jetzt 10 Stunden eine Aufgabe für Warzen und dann lese ich Warzenblock, aber es gibt ihn nicht. Hm. Es gibt einen Warzenblock. Warzenblöcke. Alle schreiben doch. Revi. Ja, okay, ich wusste es wirklich nicht, Max, bin ich ehrlich. Warzenblöcke. Ich wusste es nicht, Digga, ich wusste es nicht. Ja, aber was will man da auch mit? Man kann immer noch nichts mitmachen, ne? Das ist mein Lieblingsblock. Der kann gar nichts. Warum ist denn der Block, der einzige Block, der in Minecraft nichts kann, dein Lieblingsblock? Wie kann das denn sein? Der kann was. Was denn? Der ist immun gegen, jetzt kommt's nämlich, du bist ein bisschen lost. Ich glaube, ich gebe dir hier einfach ein bisschen Minecraft-Nachhilfe. Das ist der einzige Block, bei dem es kein Werkzeug gibt, mit dem du ihn schneller abbauen kannst. Aber, wo ist das nützlich? Wenn du Leute, wenn du zum Beispiel eine riesige Himmelswarze baust, dann ist die nicht so leicht wieder abzubauen. Okay, also hast du es einfach nur gemacht, um abzufacken, ja? Doch, mit einer Hake ist es leicht abzubauen. Ja, das wusste ich nicht. Was brauche ich für Kuchen? Was mache ich, um Kuchen zu bauen? Du brauchst keinen Kuchen, Max. Kuchen ist Waste. Nur aus Interesse. Kann ich mal reinziehen? Ja, Eier, Milch und Zucker. Ja. Ja. Wieso leckst du dir immer über die Lippen? Warum machst du das? Damit man besser reden kann. Hast du schon mal überlegt, dir so eine Sprühflasche hinzustellen, wo man auf die Lippen drauf sprüht einfach? Wäre ja auch praktisch, oder? Nee? Oder mit so einem Fußpedal sowas zu bauen, weißt du? Nein, auch das nicht. Okay. Das ist gut, das muss sein. Ich habe da so einen kleinen Tick. Deine Farm war auch so kacke. Wollen wir, also klar habe ich gefällt und ich verstehe nicht, was du da machst, aber deine Farm war so. Das lag aber an der Random. Ja, das lag ja mal Random Tick-Speed irgendwas, Alter. Da war ich raus, Digga. Muss ich ehrlich sagen, Max. Ne? Da habe ich nichts mehr zu tun gehabt. Jetzt mein Fails-Videos waren es direkt auch wieder 7 Fails von dir, ne? 7 doch nicht. Die spawnen auch gerne mal im Dunkeln. Ja, die spawnen nur im Dunkeln. Ja, spawnen halt eigentlich nur im Dunkeln. Also was ich beobachtet habe, dass die peinlich, Max. Im Dunkeln spawnen. Peinlich, wie du dann auch sagst, was ich beobachtet habe, dass die manchmal im Dunkeln spawnen, Max. Die spawnen nur im Dunkeln. Monster spawnen nur im Dunkeln. Ja, hast du ja gesehen, dass das nicht stimmt. Auslegungssache. Okay, erzähl's mir. Diese Dreckshöhle, die ich hier unten hatte, ne? Was war das? Die war so scheiße, die war so hässlich auch. Die war so hässlich. Du hast aber auch wirklich keinen Sinn für Ästhetik, oder? Null Ästhetik, aber dafür sehr Funktionalität. Und ich habe hier unten. Das sieht man an der Klamotten. Ich habe hier unten Warzen angebaut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, aber nochmal, das hat doch nichts gebracht. Spaß. Weiß ich nicht. Ich bin heute noch dran und es erfüllt mich einfach mit Glück, diese Warzen von mir zu sehen. Ich hab da direkt wieder Bock, irgendwo mich unter der Erde reinzuschaufeln und einfach Warzen abzubauen. Gott, oh mein Gott. Oh, da waren ich sehr viele Monster. Ich verstehe hier gar nichts, wenn du die ganze Zeit so rumschreist.
Aber du, Assi, hast auch gesagt, die können nur im Dunkeln wachsen. Deswegen habe ich die ganzen Fackeln abgebaut. Deswegen sind die Monster da gespawnt. Mindestens zwei Explosions-Creeper. Ich mute dich jetzt. Ja, Digga, du hast nur Scheiße gelabert, Alter. Du hast nur abgefuckt, Junge. Du hast nur genervt. Weißt du, ich brauche einmal Hilfe in Minecraft. Und dann sagst du, deine Antwort ist einfach nur, dass du mich mutest. Digga, ich schwöre, das war das erste Mal, dass ich Hilfe gebraucht hatte. Bro, das war Babysitting, Alter. Ich bin dir hinterhergelaufen mit einer Windel, damit du dich nicht vollscheißt. Nein. Komm schon, nice call. Alter, Mann! Mann, ey. Max, du bist aber keiner, der Roulette spielt, oder? Ja, bist du ein Glücksspiel-Fan? Ich bin richtig frustriert. Null. Hass nee. Ich. Wärst du gerne im Angelcamp gewesen? Nächstes Jahr bin ich dabei. Ich mach ein eigenes. Dann, bin ich da auch eingeladen? Ja, nur Romatra nicht. Ey, lass mal so ein richtiges Low-Budget-Scheiß-Angelcamp. Einfach, um einfach so ein bisschen den Knossi-Hype mitzunehmen. Und das so auch machen wir zwei, aber so richtig scheiße einfach. Dass die Leute so richtig aggressiv sind. Dass sie auch einschalten. Bei so, irgendeinem so wenn man Knossi auf Wish bestellt oder Digga, so in so einem scheiß kleinen Teich und so richtig scheiß Internet und scheiß Kameras und scheiß Mikros und einen scheiß Plan. Ja, und so Mann, richtig ja, scheiße Mann. Einfach. Weißt du, was ich fühle, Max? Weißt du, was wir machen sollten? Extra schlechtes Angelcamp, um einfach Leute aggressiv zu machen. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten hingehen und einfach mal streamen, wie wir versuchen, bei Fritz Meinecke im Wald eine Woche zu überleben, ohne alles. Das haben wir doch letztens im Stream besprochen. Ja, machen wir, oder? Ja. Dann machen wir das. Eine Woche überleben ohne alles im Wald. Nur, es gibt so ein paar Werkzeuge, bisschen, ne? Und wir dürfen streamen. Wir haben nichts außer ein Handy, aber das ist ja nicht da. Du hast ja keine App, die dir Essen macht oder so. Nee, du musst oder essen. Die dir jetzt ein Feuer macht. Musst du gucken, ne? Essen? Ich bin mega krass. Ich würde den ganzen Tag Bären sammeln. Du würdest wahrscheinlich nach 2 Minuten sterben, weil du Vogelbären isst, Bro. Nein. Ich würde auch Baumwurzeln essen oder sowas. Baumwurzeln. Ich würde, Max, wenn du bei uns durchs Camp so ein Wildschwein laufen würde, ne? Du würdest dich einfach umdrehen und im Schlaf das einfach, da würdest du reinbeißen. Ich wäre sogar für die Woche, würde ich Fleisch essen. Weißt du was? Ich auch. Das ist krass. Kein Huhn wieder. Mann, Alter, Max. Das erinnere ich gar nicht, dass ich so viel Pech hatte. Scheiß Glücksspiel. Aber du warst auch ein bisschen süchtig danach. Hier ist meine Basis zu Ende. Wie du das sagst. Hier das ist auch, meine Basis. Ich finde, man sollte Basis so ein bisschen privat zu Ende. Kann ich. Und das nervt mich auch. Guck mal, warum hast du das nicht bis unten gebaut, damit es gut aussieht? Guck mal da, wie dumm du bist. Ich werde den Geburtstag von Riesen. Oh, das war ein Fail. Das wusste Max, ich aber auch nicht. Alter Max. Du machst aber auch einfach weiter. Ja, aber warte mal. Ich dachte, ich platziere so viel Sand. Ja. Weil die dann immer auf den Boden fallen. Ja. Und ich dachte, das decken sie dann hoch. Dass wenn das jetzt 20 Blöcke tief ist, platziere ich 20 Sand und alles easy. Dass das irgendwie nach 5 Metern runterfallen, sich auflöst. Nein, das ist nicht passiert. Weißt du, was passiert ist? Da war eine Alge unten, auf denen die Sandblöcke geploppt sind. Verstehst du? Ah, und das. Ach, sonst würde das gehen, was ich mache. Sonst würde das gehen, ja. Und das ist jetzt das Geile. Pass mal auf, was jetzt passiert, wie du jetzt guckst. Guck mal. Falls ihr noch weitere coole Ideen habt, schreibt sie mir noch gerne auf Instagram. Da kann ich Und ich war völlig schockiert, dass das so eine Scheiße passiert. Deine Welt ist zusammengebrochen in dem Moment, Junge. Guck mal. Du weißt nicht, woran du glauben kannst. Das ist traurig. Ich sehe uns ja auch bei Varo, Max. So, ich baue jetzt hier mal einen Weg hoch. Ich weiß gar nicht, was das ist. Perfekt. Der geht von hier kommt ein Weg hin, und dann wird das darüber. Ja, geil. Was denn? Nichts. Dieser scheiß Bambuspisse hier, weg damit. Nervt doch. Muss ja nicht sein. Ich habe überall in der Base ein bisschen Bambus gepflanzt, damit es cool nervt, aussieht. Ja, nervt. Du fuckst dich voll über den Bambus ab. Junge. Das war, weil das gut aussieht, habe ich überall Bambus gepflanzt. Peinlich. Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, auf die Terrasse von deinen Eltern gehst und überall ein bisschen Unkraut pflanzt. Wieder, ja. Wie geht es dir? Boah, mir geht's ganz scheiße, ich bin echt verkartet. Schön. Dass wir den dabei hatten, war auch echt dumm eigentlich, ne? War echt geil, Mann. Einfach einen Loser dabei haben. Ja. Der ist so langweilig, neben dem ist jeder Stream unfassbar unterhaltsam. Ist krass, oder? Ja. Kuchen? Boah, ist das geil. Arbeitstisch haben. Ich krieg da so Bock auf Minecraft. Und sie brauchen genug Platz. Du auch? Ja, voll. Lass doch bitte was Neues machen, Max. Ja, lass was machen, wir schreiben. Lass Projekt machen, irgendwas zu dritt wieder. Ja, weil das weiß ich. Aber dann dürfen wir diesmal nicht wieder schieben, weil wir holen immer Spark of Phoenix ran, wenn wir Probleme haben. Das sieht man nicht. Das ist wie wenn man einen großen Bruder holt, wenn man auf die Fresse bekommt. Manchmal muss man einfach auf die Fresse bekommen. Ja, ja. Immer wieder das Gleiche sagen. Vielleicht suchen wir uns eine geile Adventure-Map oder sowas, weißt du? Was ist eine Adventure-Map? Es gibt so Maps, wo man so aufbaumäßig machen muss, so wie Skyblock, sowas in die Richtung, weißt du? Ja. Sowas in der Art vielleicht, wo man so ein bisschen limitierter in den Ressourcen ist oder sowas. Ja. Nicht blöd. Ich muss jetzt aber sagen, in dem Video, ich habe mitgezählt, ich hatte
12 Fails und aha, du 9. Was hast du da mitgezählt? Ja, wie oft wir gefailt haben. Hey, also ganz ehrlich, so, du wusstest viele Sachen nicht. Du hast viele Sachen verwechselt. Max, das ist so also das ist so peinlich, dass du das jetzt gerade sagst. Das ist erstmal nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Und des Weiteren, Max, ist es einfach so. Du sagst, Digga, du spielst seit 7 Jahren Minecraft und weißt nicht, dass es ja, das sind ja keine Fails. Das ist Unwissenheit. Das habe ich gleich dreifach angerechnet. Alter, da siehst du genau, und da kommen wir auf deiner Kalkulation einfach nicht hin. Ja, naja, gut. Dein Lebensunterhalt verdienst du mit Minecraft spielen. Du weißt nicht, dass es Warzenblöcke gibt. Boah. Ja. Dann, Max, dann sprechen wir die Tage mal. Ja. Und dann machen wir nochmal ein geiles Projekt. Genau. Alles klar. Ist so. Hau rein. Danke dir, Max. Hau rein. Gut. Schönen Tag. Tschüss.